Im Sonntagsspiel traf der FC Gütersloh auf die Sportfreunde aus Siegen. Der FC nach 2 Siegen in Folge konnte durchaus optimistisch in diese Begegnung gehen. Die Sportfreunde zuletzt siegreich gegen Arminia 2. Auch heute wieder zahlreiche Flüchtlinge zu Gast im Traditionsstadion. Der FC anfangs mit den besseren Chancen. Kümmert, abgefälscht. Alassane mit der Möglichkeit in der 9. Minute. 17. Minute, Freistoß FC. Warwick führt aus, Kraus noch dran. Lange Zeit blieb es ruhig im Heidewald. Dann 36. Minute, Schubert. Kurzes Gewusel vor dem Strafraum. Sansa auf Hukambe. Kurz angetäuscht. Flanke, Kraus verpasst. Die lokale Presse muss sich wohl noch ein wenig gedulden. Die Kleinen scheinen jedoch Gefallen an der Partie zu finden. Wir sind schon in der 39. Minute. Frisch stürzt, Freistoß für die Sportfreunde. C führt aus, nur Pfosten. Die mitgereisten Fans verloren langsam an Elan. Zweite Halbzeit. Lars Beukmann nun in der Spitze für Enis Kömert. Foul durch Marco Komenda, ohne Diskussion, das gab Gelb. Der Freistoß ausgeführt durch Warwick. Scheinbar geklärt. Kraus sieht Birkenhake auf der linken Seite, der hat viel Platz, vielleicht ein wenig unpräzise. Immer noch 0-0, Trainer Heiko Bonan reagiert. Es kommt der laufstarke Szymański für Gyra. 59. Minute, Sansa kann sich nicht durchsetzen, holt aber eine Ecke raus. Kraus mit dem Versuch aus knapp 16 Metern. Dann auch wieder einmal die Gäste aus Siegen, die noch nicht viel zeigten in der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Kiesel hat ein Auge für den ebenfalls eingewechselten Couscous. Szymański nicht mehr dran, viel Glück für den FC. Die Siegener Fans sichtlich unzufrieden. Das sollte sich ändern. Einwurf FC. Und wieder ist es der lange Ball aus der eigenen Hälfte. Wieder schläft die Abwehr, wie nur wenige Minuten zuvor. Frei, den muss er machen und den macht er auch. 1-0 für die Sportfreunde. Der FC schöpfte neue Kraft. Beukmann über rechts, Sansa mit der Flanke. Warwick zeigt Kampfgeist. Kraus mit dem Schuss. Das Feuer ist scheinbar noch nicht erloschen. 69. Minute, letzter Wechsel beim FC. Fischer-Riepe kommt für Warwick. Einwurf Birkenhake, Kraus mit dem Pass. Etwas glücklich bekommt Szymański seine Chance, leider abseits. Kurz darauf Sansa mit dem Versuch abgefälscht. Wir sind schon fast im letzten Viertel dieser Partie. Fischer-Riepe übersieht Sabiri, jetzt geht es ganz schnell. Kiesin mit dem Versuch, hier war die Abwehr auf Zack. Szymański beweist wieder einmal seine Qualitäten. Da hilft wohl nur das Foul. Zu Recht mit Gelb geahndet. Specht signalisiert, der geht weit rein. Beukmann mit dem Kopfball, keine Gefahr für Schlussmann Poremba. Gütersloh gefühlt kurz vor dem Anschlusstreffer. Freistoß Schubert direkt auf den Schlussmann. Wenige Sekunden später, wieder einer der vielen langen Bälle auf der Seite der Siegner. Sabiri mit dem Versuch. Die Sportfreunde jetzt wieder stärker.
Schnelles Passspiel, Torschütze Kuskus hat Platz, Gysi völlig frei, 2:0. Unverständnis beim FC. Kurz vor Schluss wieder die Sportfreunde. Wieder ist die Abwehr überrascht. Diesmal kann Schubert Schlimmeres verhindern. Fast wäre doch noch der Anschlusstreffer gefallen. Birkenhake auf Kraus. Kraus auf Beugmann. Aus der Drehung. Nein. Das war's. Alles in allem zu wenig. Die Siegner machen ihren Namen alle Ehre und gewinnen 2:0. FC-Trainer Heiko Bonan mit klaren Worten nach dem Spiel. Ich kann nicht jedes Mal dieselbe Platte auflegen, wenn so eine Spiele abgeliefert werden wie heute. Das war ja schon fast am Rande der Zumutung gewesen, was wir heute angeboten haben. Vielleicht fragt einfach mal die Protagonisten. Also, wie gesagt, ich möchte nicht ständig dieselben Dinger bedienen und alles. Das ist einfach zu wenig. Also, wenn da nicht ein bisschen mehr eigener Anspruch da ist, dann keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Was war Ihr Erfolgsrezept heute? Erstmal, dass wir tief gestanden haben, dass wir Gütersloh nicht ins Spiel kommen lassen wollten. Das war unsere Marschroute. Aus einer stabilen, gestaffelten Deckung heraus kontern. Es wird für Gütersloh dann schwerer, hatten nicht die Räume, konnten nicht kontern. So sind die Tore ja am Sonntag gegen Zweckel gefallen. Da habe ich gesagt, die Chancen wollen wir Gütersloh nicht geben, damit wir Minimum 0 Punkte holen, wenn wir nicht in der Lage sind, ein Tor selbst zu machen oder aber einen der Konter vernünftig abschließen. Und das ist uns gelungen. Das nächste Heimspiel am 25. September gegen TuS Sennepetal. Bis dahin.